Ja, und trotzdem wollen wir darüber natürlich trotzdem noch etwas genauer sprechen. Jimmy Hartwig, mir nun zugeschaltet, ehemaliger Fußballprofi in der Bundesliga. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Als allererstes natürlich die Frage, die alle beschäftigt hat. War es in Ihren Augen ein Handelfer? Es war ein Handelfer gewesen. Er hat seinen Körper vergrößert und es war eine klare Elfmeterentscheidung. Die muss er pfeifen. Und gibt es nichts anderes. Es ist eine Regelauslegung, die hat er ausgelegt. Dann haben die Jungs in Köln gesagt, er soll sich das nochmal anschauen. Das hat er getan und dann hat er einen Elfmeter gegeben und war das Ding durch und war auch berechtigt. Da ist ja aber dann die Kritik noch nicht am Ende, sondern nicht nur bei dem Spiel, sondern immer öfter hört man ja, Schiris, die pfeifen dann eher für die Bayern. Ist da tatsächlich was dran, auch bei diesem Spiel wieder gewesen? Der eine wurde gegeben, der andere nicht? Das ist Schwachsinn. Kein Schiedsrichter pfeift für die Bayern. Und es hätte unentschieden ausgehen müssen. Es war beim Reus auch ein klarer Elfmeter gewesen. Er hat ihn im vollen Lauf in den Rücken gestoßen. Da muss er auch Elfmeter geben. Aber er hat die Entscheidung nicht gegeben. Also muss man dieses respektieren, was er gemacht hat. Und man darf nicht im Nachhinein solchen so nachdrehen, dass man sagt, er ist bestochen gewesen, er war in einen Skandal verwickelt. Das sind alles Sachen, wo man Benzin ins Feuer gießt. Und aus so einem wunderbaren, schönen Fußballspiel nur noch Schmutz und Dreck hört. Also ich war entsetzt gewesen, weil ich war so begeistert von, wie schnell dieses Spiel war. Rauf, runter. Also das war ein Aushängeschild für ganz Europa, für die ganze Welt. Die haben ja alle zugeschaut, dieses Fußballspiel. Und dann, dass diese Entscheidungen gefallen sind, da muss man auch nicht bloß dem Schiedsrichter sagen, dass er da vielleicht einen Fehler, war er ja nicht gemacht. Aber wenn man sagt, er hat einen Fehler gemacht, muss man auch sagen, in Köln sitzt so und im Keller drin, die Jungs. Die Videobeweis-Leute, die müssen da heute einschreiten müssen, das haben sie getan. Und dann muss man auch jetzt den Ball ein bisschen flach halten und muss akzeptieren, dass Bayern München 3-2 gewonnen hat. Ja, ich glaube, fast jeder Fußballfan kann zustimmen, das Spiel zum Schauen, das war wirklich großartig. Aber es hat ja jetzt noch mal ein anderes Nachspiel als die normale Kritik. Sie haben es gerade schon angesprochen, Jude Bellingham, der danach ja den Schiebungsskandal noch einmal rausgebracht hat. Jetzt also eine Strafanzeige. Aber ist das wirklich gerechtfertigt, dass man jetzt so weit geht? Jude Bellingham, tut mir leid. Der Junge hat noch eine Windel, den Ausdruck, der hat noch eine Windel gekackt, wie dieser Skandal gewesen ist. Irgendjemand im Umfeld von Borussia Dortmund hat ihm da ein Floh ins Ohr gesetzt und hat gesagt, wenn du jetzt ein Interview gibst, machst du das, habe ich ja drüber gesprochen. Die haben ihm keinen guten Gefallen getan, diesen jungen Mann. Ich würde sagen, der Schiedsrichter, der Bellingham, sollte sich heute abends mal treffen. Sollte man ein schönes Abendessen machen, ein Gläschen Wein trinken, sich gegenseitig, er soll sich bei ihm entschuldigen und die Kuh vom Eis zu nehmen. Diesen jungen Mann jetzt zu bestrafen, weil er mal ein dummes Zeug gesprochen hat. Was glaube ich in meinem Leben, was ich schon ein dummes Zeug geschwitzt habe, wenn ich ja jedes Mal bestraft worden wäre, Gottes Willen. Also da muss man mal auch die Kuh vom Eis nehmen. Dieser Junge soll sich entschuldigen, er soll sich mit dem Schiedsrichter telefonieren, soll das machen. Und jetzt sollte man das auch mal lassen, eine Strafanzeige. Ich glaube, mein lieber DFB, dem ich da sehr verbunden bin, sollte da vielleicht den Ball ein bisschen flach halten. Ja, das sehen mehrere so auch. Natürlich, der BVB hat sich hinter seinen Spieler gestellt. Muss das der Club sowieso machen? Also hätte man da irgendwie anders entscheiden können oder gebietet es einfach, dass man sich immer hinter seine Spieler stellt? Egal, was sie sagen. Sie haben ja gerade selber gesagt, da kommt nicht immer der klügste Satz raus nach so viel Hitzigkeit im Spiel. Nun sind 90 Minuten Hektik. Eine Woche vor diesem Spiel Dortmund gegen Bayern München. Die Medien, die Zeitungen haben das richtig losgeheizt, das Ding. Jetzt verlierst du durch so einen Elfmeter das Spiel. Ich kenne das ja selber von früher. Da gehst du vor einem Reporter, dann haust du mal so eine Meldung raus und zwei Minuten später sagst du, alter Falter, was hast du hier gerade wieder für einen Schwachsinn von dir gegeben? Also da muss man den Spieler schützen, ist ganz klar. Das ist gehört zum Arbeitgeber, dass man so einen Spieler schützt. Und dann sollte man auch jetzt wirklich, wie gesagt, Entschuldigung ist angebracht, auf jeden Fall. Aber das soll er nicht in der Öffentlichkeit, das soll er das Telefon in die Hand nehmen, den Zweier anrufen und sagen, wie sieht's aus, wann bist du mal in der Nähe, lass uns mal schön zu Abend essen und lass uns mal darüber sprechen. Ich glaube, dann ist das auch gut. Oder man gibt ihnen eine Geldstrafe. Es gibt gerade vor Weihnachten so viele Waisenhäuser und Kinder, die nichts zu essen haben. Und so ein kleiner Nachtisch von 300.000 Euro, das wäre doch mal eine schöne Nummer, finde ich. Das wäre tatsächlich in der Weihnachtszeit eine schöne Idee. Wir hoffen, dass das geklärt wird und vor allem, dass es mehr von solchen spektakulären Spielen gibt. Vielen Dank, Jimmy Hartwig, für Ihre Einschätzung zu der Situation bei diesem Topspiel. Danke. Ich habe mich zu bedanken. Schönen Gruß nach Berlin und machen Sie weiter so. Tschüss. Danke.